Ja, die haben sich hier als besonders kommentatorenfreundlich gezeigt, denn gestern und auch schon heute Morgen gab es einen Original Mainz 05 Lutscher für die Stimme, wie der Betreuer mir sagte. Gestern Geschmackstest ist vollzogen worden. Das an alle. Ich weiß nicht, ob es ihn im Fanshop gibt. Wenn ja, können Sie ihn ruhigen Gewissens bestellen. Der Lutscher von Mainz 05. Sehr lecker und ja, natürlich auch gut für die Stimme hier an diesen beiden langen Fußballtagen. 40 Spiele, 600 Minuten Fußball pur in dieser Partie. Die Mainzer kurios gestartet in dieses Turnier. 4:3 Sieg gegen Hannover 96, 2:1 gegen starke Dortmunder. Der erste FC Köln im Gegenteil 2:7 untergegangen gegen den BVB und mit 1:2 gegen Hannover 96 verloren. Jetzt die Chance zumindest mit 3 Punkten hier rauszugehen. Aktion am Boden nicht erlaubt. Foulspiel also von Philipp Höffle. Gelöst von Timo Küppers jetzt im Tor der Kölner. War Köln gestern auffällig. Nummer 8. Patrick Inke. Jetzt der lange Ball, aber dann die gute Parade von Alex Steinbach. Gestern schon toller Turnierauftritt. Und jetzt wieder zur Stelle. Da rutscht der Kölner Torwart am Ball vorbei. Timo Küppers und Lars Brückner nutzt das aus. Zum 1:0 für die Kölner. Für die Mainzer, Entschuldigung. Hier im Duell der Karnevalsvereine. In der Live-Tabelle. Mainz 9 Punkte, der erste FC Köln steht bei 0. Aber noch sind 11,5 Minuten zu gehen in diesem letzten Spiel der Gruppe 2. Jetzt die Kölner. Gut quergelegt und abgeschlossen. Ehren Schindler. Vorlage von Carlos de la Cruz. Ja, ein großer Fanblock. Kölner Fanblock hier in der Kraschgasse Lübbecke. Also Unterstützung mangelt es hier nicht. Jetzt aber die Mainzer wieder frei vom Tor. Wunderbar abgeschlossen aus der Drehung im ersten Kontakt. Altrim Paya City. Entschuldigung, Jonas Kummer, was? Bayer City ist die 7 am 1. FC Köln. Ah, Sonntagmorgen.
Mainz ja wieder in Front. Bei Mainz auffällig gestern die Nummer 5, Philipp Basamci, aufgrund seiner Körperlichkeit. Groß, weite Schultern, ganz schwer zu verteidigen da vorne. Immer wieder als Stoßstürmer hier vorne drin. Dann kaum zu stoppen. Jetzt hier wieder Kopf größer als der Gegenspieler. Noel Caliskan. De La Cruz wieder. Gelegt von Leon Müller. Und das Tor für die Kölner. Ehren Schimpola legt auf für Carlos de la Cruz. Quasi die Revanche für das erste Tor der Kölner in diesem Spiel. Jetzt der nächste Angriff. Wieder das kongeniale Duo da vorne. Schimpola und de la Cruz. Meint er jetzt in Überzahl, wenn sie es gut ausspielen. Ball zurückgelegt und der Ball im Aus. Abschlussversuch und der trudelt ins Tor. Das war Leon Müller. Und ich glaube, ich habe ihn mit Spektakelgruppe nicht zu viel versprochen. Hier geht es schon wieder richtig ab. Mal die Hälfte der Spielzeit ist rum und wir haben schon wieder 5 Tore gesehen. Das macht richtig Bock hier in Gruppe 2. Schade eigentlich, dass sie sich auflöst. Nach dieser Partie gut über die Bande gespielt und Tor! Klasse gespielt! Jonas Kummer vollstreckt nach Vorlage von Philipp Basamci. 4-2. Wieder lange Ball. Aber Leon Klassen fast noch angekommen. Ball rübergelegt, aber dann gut verteidigt. Von Kölns Nummer 2, Philipp Höffle. Und der Angriff. Köln gibt sich hier nicht auf. Köln macht weiter Dampf. Aber die Mainz immer wieder. Tolle Ballgewinne, gutes Umschaltverhalten. Jetzt wieder vorne. Aber da bekommt Timo Küppers seine Hand dran. Abschluss war hier von Daniel Haritonov. Jetzt Zusammenprall an der Bande, aber German Kubaschian wieder fit und für diese Freistöße aus. Oh, Latte! Abschluss hier von Mika Hönig. Den darf man mal machen. Ganz vorsichtig. Die Kritik. Oh. Natürlich sagt die Vorrunde oft doch nicht viel aus. Wir haben es nicht selten erlebt, dass eine Mannschaft, als Tabellenletzter aus der Vorrunde ging, sie nicht gut präsentiert hat und auf einmal an der K.O.-Runde richtig loszauberte. Oft war aber der Sonntagmorgen schon so ein Indiz dafür, wie die Mannschaft drauf ist.
Jetzt die Kölner wieder im Angriff. Gut mit Hacker zurückgelegt, aber dann der Abschluss zu ungefährlich von Philipp Höffle im ersten FC Köln. Alex Steinbach, Keeper der Mainzer. Klasse über die Bande gespielt und dann der Direktversuch von Mika Hönig. Der gern Freistoß möchte, aber das hat Carsten Krebs völlig richtig gesehen. Es war wieder schön quer gespielt, in Ruhe überlegt, aber tolle Parade von Timo Köpers, der lange oben bleibt. Lars Brückner und Mika Hönig von dem Mainzern da im Zusammenspiel. Klasse gemacht. Aber Küppers zur Stelle. Eckball Mainz und der Ball geht knapp am Tor vorbei. Nico Gericke mit dem Abschluss. Also Mainz ist schon die bessere Mannschaft mit mehr Chancen. Und von daher auch verdient in Front. Das kann man hier so konstatieren. Jetzt aber den Ball verloren. Abschluss und der geht dann über das Tor. Carlos de la Cruz hier. Schmidt verliert den Ball aber an der Bande gegen Dominik Fuß. Sehr gut rausgeköpft hier Basamci. Ah, kommt nicht mehr an den Ball. Also auch der Titelverteidiger, Mainz 05, den muss man hier ganz klar auf dem Zettel haben. Neun Punkte sind ein dickes Ausrufungszeichen. An die Konkurrenz. Ja, dann waren die 4 Sekunden. Krebs schon um. Deswegen Freistoß für die Kölner. Also Mainz 05 wird als Tabellenführer aus dieser Gruppe gehen. Dann kommt der BVB mit 6 Punkten, Hannover 96 mit 3 Punkten und die Kölner dann mit 0 Punkten. Klare Hackordnung ist da gegeben. Wie gesagt, das alles hat keine Aussage für die K.O.-Runde. Auch die Ausführung war durchaus ausbaufähig. Anschluss Mainz 05. Die noch keine große Freeway Cup Tradition haben. Und zum 4. Mal dabei. Letztes Jahr zum 1. Mal ins Finale eingezogen und gleich im 1. Versuch den Pott mitgenommen. Die Kölner hier mit 16 Teilnahmen. Das heißt, nur ein Turnier verpasst. 2 Mal ins Endspiel gekommen. 2001 und 2009. Aber bisher ging der Pokal noch nicht an den Rhein. Jetzt 3 gegen 2 Überzahl. Nochmal gut ausgespielt, der Ball. Quergelegt, aber dann ist Timo Köpers da, der jetzt in der letzten Hälfte des Spiels eine tolle Leistung zeigt.
viele Paraden. Freistoß Mainz 05. Eine Minute vor Schluss heißt es time to say goodbye zur Gruppe 2. Wie gesagt, schade, traue ich fast ein bisschen hinterher. Wir hätten mit den vier Mannschaften noch weitermachen können. Aber natürlich freuen wir uns auch gleich auf die Auftritte in der nächsten Gruppe, Gruppe 3. Und es gibt nochmal nicht den Schlusspunkt für Köln. Da ist Pasamci nochmal. Und jetzt Abschluss, dann gibt es ihn nochmal. Leon Klassen. 4-3. Das heißt für Köln doch noch die Chance, zumindest den ersten Punkt anzunehmen. Und die Kölner zeigen, dass es mit ihnen noch zu rechnen ist. Also 4-3 gegen Mainz ist keine Schande. Auch der BVB und Hannover 96 haben gegen die Mainzer verloren. Aber mit 4-3 hält Köln hier mit. Mainz war schon die bessere Mannschaft. Trotzdem Köln hier bis zum Ende voll im Spiel und hat noch die Chance vielleicht, den 4-4-Ausgleich zu schaffen. Sieben Sekunden zu Ende. Dürfte es das eigentlich gewesen sein. Mainz 05 gewinnt mit 4-3 gegen den ersten FC Köln.